Wo bist du? Feindliche Drohne. Nein! You blocked me on Gmail, Instant Messenger and Facebook. And now you're going to die. Die. Moin meine Freunde, GamePros hier, heute mal wieder mit einem neuen Video von mir und zwar in Live Black Ops 2. Ja, ich habe Black Ops gesagt. Sniper Gameplay und zwar natürlich mit der wunderbaren Ballista. Ich habe die Klasse Faceland losgenannt. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall eben kurz synchronisieren. 4, 3, 2, 1. Go, 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 go. So, ich habe sehr lange nicht mehr gesniped, muss ich an der Stelle erwähnen. So, aber hab's immer noch drauf wie Zahnbelag. Denke ich mal. So, da lädt mich irgend so ein Random ein. Und der hat gesagt, der hat mir eine Nachricht geschrieben. Ah, komm schon. Wird nix. Ich sag's euch, dass das hundertprozentig den Trickshot-Lobby. Die Typen versuchen danach Last Nice zu machen. Das heißt, letzter wirklich ordentlichen Trickshot. Weil ich habe deren Emblem und so gecheckt. Also das sind wirklich Typen, mit denen es nicht zu spaßen, obwohl Agent Hydra, was ist denn los mit dir? So, dicke Drohne. Aber ich bin kein Trickshotter mehr, beziehungsweise Trickshotter nicht in BO2, nur MB2. Da hat das Ganze bei mir auch angefangen. Agent Hydra, allein der Name sagt, dass du Deutscher bist und einfach mit einer Noob-Shotgun spielst. Du bist so ein Kacklappen. Leute, das geht gar nicht. Ich hätte den gekriegt, aber nein. Einfach nein, denkt er sich. Okay, da muss noch ein bisschen. Nein! Wo bist du? Nein! Alter, das war auch, mein Gott, ne, peinlich. Das war einfach nur peinlich. Ich habe sogar C4 gehabt, ich habe das nicht gemerkt. Och Gott, wie peinlich. Aber Messern, da kann man mal sehen, wie gay Messern in BO2 einfach ist. Da kann man einfach mal merken, richtig gay. Halbes Jahr zum C4 werfen, bist du ein Random. Alles klar. Alles klar. Immerhin Zweiter, ich möchte Top 3 werden. Haben keine Wahl. Okay, danke. Hat er mich jetzt auch blamiert. Sorry, Kollege, musst du sein. Schon wieder ein Hitmarker. Fängt gut. Ich habe sogar FMJ drauf, oder nicht? Oder bin ich behindert? Doch, da steht Vollmantelgeschoss, aber ich mache immer ein fucking Hitmarker. So. Bin ich gerade. Lieber werde ich gesniped, statt geshootnoobt. Oh, sauber. Bin ich nicht der Einzige, der irgendwie, ja, lass es gut sein. Was? Bin ich irgendwie ein Dönerspieß oder wie? Ah, du denkst genau wie ich, du Random. Trotzdem bist du Noob. So, dich kriege ich auch. Meine ordentliche. Ach, das war der. Ich so. Ich dachte, der Shotgun Noob wäre hinter mir. Alles klar, danke. Immerhin, ich bin Erster, meine Freunde. Boah, ich dachte, der hat mich mit Ballistikmesser getroffen. Also, da hätte ich einen Kollaps bekommen. Alles klar, danke dir. Ah, was? Was war das denn für ein random C4-Wurf?
irgendwie habe ich total gefailt. Oh. Immerhin. Könnt ihr mal sehen, Leute. Dieses Pros in meinem Namen, ich will ja nicht pushen, steht nicht umsonst dort. Erstmal ohne Witz. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber Snipen ist niemals noobig. Also Snipen, da muss man schon Skill haben in Sachen Quickscope etc. Ich glaube, ich mache den letzten nicht nice. Habe ich keinen Bock drauf. Schaffe ich eh nicht. Wenn ich den mache, haben die anderen gewonnen. Aber ich sage euch, die Lobby, die ist hart. Die Lobby, die, also... Die Typen, das sind keine Noobs, das sage ich euch. Das sind keine Noobs. Das sind... niemals. Einfach nein. Komm schon. Ich hab's geschafft. Danke, danke. Leute, das war's auf jeden Fall. 30 zu 24. Viel zu viel. Anfangs war ich eigentlich relativ gut. Hier nochmal kurz die Killcam. Ein kurdischer C4-Wurf. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen, dieses Video. Falls ihr Bock habt auf mehr Snipen, Snipe-Videos, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und lasst mir auf jeden Fall ein Feedback da. Und ich würde mal sagen, ja, Leute, haut rein. Oh, baby, baby, you shot me down.